بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit dem Buch ein Auszug aus dem Gesamtwerk Al-Muwatta Imam Malik, der geebnete Pfad von Imam Malik, Buch des Fastens, Kapitel 18. Rahimahullah. Und wir sind beim 10. Kapitel angekommen, mit der Überschrift: Was über das Schröpfen eines Fastenden gesagt wurde. Das Schröpfen als erstes. Im Arabischen gibt es mehrere Schröpfarten, aber die bekannteste, wenn man Schröpfen sagt, eben, dass man den Körper ein wenig saugt, damit das Blut nach oben steigt. Und danach einige Juruh, also einige Schnitze oder so, macht. Und danach wieder schröpft, also danach wieder zieht, sodass dann das Blut rausgeht. Und das ist das Schröpfen allgemein. Und früher, also als ich sowas, wie soll ich sagen, so ein kleines Seminar gemacht habe mit Schröpfen, da hat er uns gesagt, dass früher war es so, dass man die Hörner zum Beispiel genommen hat, Tierhörner, und die hatten dann vorne und hinten eben ein Loch. Und das hat man dann eben am Körper gelegt. Das, diese kleine Spitze, da hat man gesaugt. Und das untere, was groß war, was breit war, das hat man an den Körper gelegt. Und das zu wissen, ist in diesen Hadithen ein bisschen wichtig. Werden wir dazu noch kommen. Was über das Schriften eines Fastenden gesagt wurde. Haddatha in Yahya. Und wir haben wieder gesagt, Haddatha berichten. Nie mich oder mir. An Malikin an Nafi'a, an Abdullah ibn Umar. أنه كان يحتاجم vom Wort احتاجم. Hier merkt ihr, dass das Verb vier Buchstaben hat. Also das Verb, das arabische Verb, hat entweder drei Buchstaben, vier Buchstaben, fünf Buchstaben oder sechs Buchstaben. Das ist das Höchste. وهو صائم. قال ثم ترك. ترك lassen. ذلك بعد. فكان إذا صام لم يحتاجم. Hatta yuftir. Yahya berichtete mir von Malik, von Nafi', dass Abdullah ibn Umar während des Fastens geschröpft wurde. Nafi' sagte, später hörte er damit auf und ließ sich während des Fastens nicht schröpfen, bis er das Fasten gebrochen hatte. Also nachdem er dann eben Iftar gemacht hat, hat er dann geschröpft. Im anderen Hadith, وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد ابن وقاص وعبد الله ابن عمر كانا. Und hier seht ihr, kana bedeutet eigentlich war. Also er war zum Beispiel. Kana, die beiden. Der Elif ist öfters ein Delil, ein Beweis für zwei Leute oder Dualleben. Yahtajimani. Hier merkt ihr wieder. Ein Elif. Wahuma sa'imani. Und berichtet wurde mir von Malik, von Ibn Shihab, dass Sa'd ibn Abi Waqqas und Abdullah ibn Umar während des Fastens geschröpft wurden. Im anderen Hadith wird es vielleicht ein bisschen durcheinander kommen, also weil es ein bisschen viel ist. وحدثنا عن مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر قال وما رأيته احتجم قط. قط bedeutet niemals. قط إلا وهو صائم. قال مالك لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. Und berichtet wurde mir von Malik von Hisham ibn Urwa, dass sein Vater während des Fastens geschröpft wurde und er daraufhin sein Fasten nicht brach. Hisham fügte hinzu, ich sah ihn immer nur geschröpft werden, wenn er fastete. Malik sagte, das Schröpfen während des Fastens wird nur von jemandem missbilligt, also Makruh gesehen, oder es wird dann Makruh, der befürchtet, dadurch schwach zu werden. Und dieser Satz ist wichtig, weil es gibt einen Hadith, wo gesagt, oder wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat,
Aftara al-Hajibu wal-Mahjub. Also der, der schröpft und der, der geschröpft wurde, beide haben Iftar gemacht. Und jetzt kommt das, was ich jetzt erzählt habe, das Schröpfen, wie es früher war. Wenn wir das uns so vorstellen, also nicht so wie heute mit Gläsern und Plastik und eine Pumpe und alles, sondern eben, dass man Horn hat und dann er da saugt, sodass dann derjenige, der Hijama macht für die Person, vielleicht dieses Blut in seinen Mund bekommt und dadurch vielleicht Iftar macht. Und deswegen dieser Hadith, Aftara al-Hajib wal-Mahjub, das ist der Schröpfende und der Schrift und der geschröpft wurde, Iftar gemacht haben. Wenn das nicht der Fall ist, so missbilligt man es nicht. Ich denke nicht, dass ein Mann, der im Ramadan geschröpft wird und sein Fasten nicht bricht, eine Schuld auf sich lädt. Und ich sage auch nicht, dass er das Fasten an dem Tag, an dem er geschröpft wurde, nachholen muss. Denn das Schröpfen wird nur von einem Fastenden missbilligt, wenn dadurch sein Fasten gefährdet wird. Ich denke nicht, dass jemand, der geschröpft wurde und dem es dann gesundheitlich gut genug geht und er das Fasten bis zum Abend durchhält, eine Schuld auf sich lädt und er diesen Tag auch nicht nachholen muss. Und somit kann man jetzt die Hadithe verstehen, wo es erlaubt ist, wo erlaubt wurde oder wo die Sahabe es gemacht haben und mit dem Hadith, das eben oder wo es berichtet wurde eben, dass man diesen Tag also gebrochen hat. 11. Kapitel, das Fasten am Tag von Ashura. Also 10. Muharram. Haddathani Yahya an Malikin, an Hisham ibn Urwa, an Abihi, an Aisha, Zawjin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, annaha qalat, kana yawmu Ashura yawman tasumuhu Quraysh fil Jahiliyyah. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه المدينة heißt entweder المدينة المنورة oder allgemeine Stadt also irgendeine Stadt und genauso Nusr Nusr kann Ägypten heißen und Nusr kann auch irgendeine Stadt heißen natürlich gibt es einige Feinigkeiten dort wie man das dann unterscheiden kann zwischen, wenn man eine Stadt meint und wenn man genau Ägypten meint. Das merkt man eigentlich durch die letzte Haraka. Wenn man zum Beispiel Misran sagt, dann ist es eine ganz normale Stadt. Aber wenn es Misra, dann ist es bekannt. Wir haben ja im Arabischen gesagt, dass ein Wort ohne Tanwin ein bestimmtes Wort ist. Und deswegen Misra. Wenn es Fetha hat nur, dann ist es Ägypten. وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Und hier kommt dieses شاء. Man sagt ja, ما شاء الله, also was Allah will. Hier genauso. فمن شاء und wer will, صامه, fastet. Yahya berichtete mir von Malik, von Hisham Ibn Urwa, von seinem Vater, dass Aisha, die Frau des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Der Tag von Ashura war ein Tag, an dem die Quraysh während der Jahiliyyah zu fasten pflegten. Achtet jetzt genau. Als erstes die Jahiliyyah, die Zeit der Unwissenheit vor dem Islam. Und der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, Raum ein Volk ähnelt, dann ist er von ihm. Und hier muss man achten, dass dieser Tashbih, dieses Nachahmen zum Spiel hat. Oder was gegen den Islam ist. Etwas verboten zum Islam. Erst dann kann man Er kam, fastete er ebenfalls diesen Tag.
Und das Fasten in ihm trat anstelle des Fastens von Ashura. Wer aber den Tag von Ashura fasten wollte, fastete an ihm. Und wer es nicht wollte, fastete an diesem Tag nicht. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه سمع معاوية ابن سفيان يوم عاشوراء عام حجة وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. Als erstes, oder, und berichtet wurde mir von Malik, von Ibn Shihab, dass Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf, Muawiyah ibn Abi Sufyan, oder Abu Sufyan. Jetzt, Muawiyah ibn Abi Sufyan, man hört öfters nicht, dass ein Vater seinen Sohn Muawiyah nennt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar für Muawiyah radiallahu anhu ein Dua gemacht. Allimul Hisab. Da gab es drei Duas, glaube ich. Aber zwei davon waren Allimul Hisab, also er soll ihm das Rechnen beibringen. Waqihil Azab. Und er soll ihn vor der Strafe Allahs schützen. In dem Jahr, in dem er den Hajj unternahm, am Tag von Ashura auf der Predigerkanzel. Die Predigerkanzel, also Al-Mimbar, in der Moschee. Sagen hörte, O Volk von Medina, wo sind eure Gelehrten? Ich hörte den Gesandten Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, über diesen Tag sagen, dies ist der Tag von Ashura und das Fasten ist euch an diesem Tag nicht vorgeschrieben worden. Ich faste ihn und wer von euch fasten will, kann das tun. Und wer nicht will, der muss nicht fasten. Im nächsten Hadith, Hadith al-Maliki, أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك يصوم. Und berichtet wurde mir von Malik, dass er hörte, dass Umar ibn al-Khattab an al-Harith ibn Hisham folgte, dass sie auch fasten soll. Und wie wir alle wissen, fasten mit Tag, dass es besser bekommen, weil die Juden dann eben an diesem Tag auch, also weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben erfahren hat, dass die Juden an diesem Tag auch fasten. Zwölfte Kapitel. Das Fasten an den beiden Festtagen und bezüglich des kontinuierlichen Fastens. Haddathani Yahya an Malik, an Muhammad ibn Yahya ibn Habban, an Al-A'raj, an Abi Huraira, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an Siyami yawmaini, yawm al-Fitri wa yawm al-Adha. Yahya berichtete mir von Malik, von Muhammad ibn Yahya ibn Habban, von Al-A'raj, von Abu Huraira, dass der Gesandte Allahs Segen und Frieden auf ihm, das Fasten an zwei Tagen verbot, nämlich am Tag von Al-Fitr und am Tag von Al-Adha. Also Fitr, der Eid nach Ramadan, und Adha, der Opferfest. Und hier achtet, der Hadith sagt nur zwei. Jetzt einer, der gerade lernt oder der einfach nur vom Buch liest, und tut mir leid, wenn ich das öfters erwähne, aber so ist leider unsere Lage. Der würde jetzt hier verstehen, dass es nur diese zwei Tage gibt. Und würde nicht wissen, dass es eigentlich sechs Tage sind, wie wir jetzt im nächsten Hadith lernen, also lesen werden. وحدثني عن مالك أنه سمع المصري إذا أفطر الله صلى صلى الله عليه وسلم عن صيامه فيما بلغنا قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك
Und berichtet wurde mir von Malik, dass er die Leute des Wissens sagen hörte, es schadet nicht, regelmäßig zu fasten, solange man das Fasten an den Tagen bricht. Er sandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, das Fasten verbot, nämlich an den Tagen von Mina. An den Tagen von Mina meint man ein Gebet nahe Mekka, in dem man einige Tage im Rahmen der großen Pilgerfahrt verbringt. Und das macht man nach dem Eid. Deswegen nennt man diese Tage von Mina auch Ayyamut Tashriq. Weil am ersten Tag nennt man Yomun Nahri. An dem opfert man. Nahara bedeutet opfern, sozusagen. Und dann Ayyamut Tashriq, weil früher gab es ja keine Kühlschränke. Und jetzt und ganz einmal das Fleisch aufbewahrt. Also schon alles verteilen. War diese Logik vom Propheten, weil die Leute, deswegen war es besser, schnell zu geben. Und das sieht man auch eigentlich in diesen Bank oder in den finanziellen, dass man, wenn man hortet, dass viele Probleme auftauchen. Wenn man dieses Horten beenden würde oder nicht machen würde, dann würde es auf der Welt vieles, also vieles verändern. Und danach, nachdem die Leute wohlhabender geworden sind, hat man an diesen 3 Tagen dieses Fleisch unter der Sonne gelegt, damit man es trocknet, damit es länger bleiben kann. Und die nennt man Ayyamut Tashriq. Von Ashraqa, glaube ich. Also, wenn die Sonne aufgeht. Dem Tag von Al-Adha und dem Tag von Al-Fitr. Gemäß dem, was wir gehört haben. Malik sagte, dass er gefällt, oder das gefällt mir am besten von dem, was ich über diese Angelegenheit gehört habe. Jetzt haben wir 3 Tage und 2 Tage, also 5 Tage. Mein Lehrer, also das ist dann vielleicht bei uns Hanafi, sagte, 6 Tage sind verboten. Der sechste ist Yomu Shek. Yomu Shek ist der Tag vor Ramadan. Wallahu alam. Lesen wir noch 2 Hadithe und dann sind wir inshallah fertig. 13. Kapitel. Über das Verbot für 2 oder mehr Tage hintereinander zu fasten, ohne das Fasten dazwischen zu brechen. Hadithani Yahya an Malikin an Nafi' an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an il-wisali faqalu ya Rasulullah fa'innaka tuwasilu faqala inni lastu ka hay'atikum inni ut'amu wa usqa. Yahya berichtete mir von Malik, von Nafi' von Abdullah ibn Umar, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, das ununterbrochene Fasten für 2 oder mehr Tage verbot, ohne das Fasten dazwischen zu brechen. Also das nennt man Al-Wisal. Sie, also die Leute, sagten, O Gesandter Allahs, aber du praktizierst dies, also Al-Wisal, du machst das. Er, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden auf ihm, antwortete, ich bin nicht wie ihr. Mir wird zu essen und zu trinken gegeben. وحدثني عن مالك عن أبي الزينات عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال إياكم والوصال إياكم إياكم Das hat eigentlich eine andere Bedeutung. Also, das ist wie im Deutschen, wenn man etwas sagen möchte, aber es hat dann irgendwie eine andere Bedeutung, also so ein Sprichwort oder so. Und oder eine Redewendung. Also Iyakum so passt auf in dieser Bedeutung. Also passt auf mit dem Wisal, also macht das nicht. Iyakum und Wisal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat öfters Sachen 2, 3 Mal erwähnt, damit alle hören oder damit es verständlich ankommt. Falls einer das nicht verstanden hat, falls einer zum Beispiel mit etwas beschäftigt war, dass der andere dann eben beim zweiten Mal aufpasst. Oder eben, weil es etwas Besonderes ist, also etwas Gewaltiges. Sei es was Gutes, Gewaltiges oder was Schlechtes, Gewaltiges. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني
Und berichtet wurde mir von Malik, von Abi Az-Zinat, von Al-A'raj, von Abu Huraira, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, sagte: Hütet euch vor Al-Wisal, hütet euch vor Al-Wisal. Sie, die Leute, sagten: Aber du praktizierst Al-Wisal, o Gesandter Allahs. Er antwortete: Ich bin nicht wie ihr. Mein Herr nährt mich und gibt mir zu trinken. Und genauso die Augen und das Herz des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schläft mit seinen Augen, also seine Augen sind geschlossen und schlafen, aber sein Herz ist wach und mit Allah sorgen. Genauso, also wie ich gesagt habe, das Herz wie im Gebet, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, soweit ich mich erinnern kann, anstatt vier, fünf gebetet hat. Und dann ein Sahabi gesagt hat: Ja, Rasulallah, Qasurat as-Salah. Also, Wallahu'alam, ich weiß nicht ganz genau die Bedeutung vom, also den Hadith genau, aber eben wurde da das Gebet gekürzt oder ist ein neuer Hukm gekommen, ist ein neuer Urteil gekommen. Dann müsste es nicht vier, sondern er hat weniger gebetet. Prophet hat dann gesagt: Kullu zalika lam yakun, also das alles, was du erwähnt hast, diese zwei Sachen, die sind nicht passiert. Also es ist nicht was Neues gekommen und das Gebet wurde auch nicht verkürzt. Er dachte wirklich, dass es viel ist. Jetzt ein Mensch vergisst sowas oder macht sowas, weil er mit etwas anderem beschäftigt ist. Aber Hascha, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, kann nicht irgendetwas an Allah sowieso, sich ein. Und hier sagt man dann eben, oder hier habe ich das von meinen Lehrern eben gelernt, dass eben er abgelenkt wurde durch das Beisein von Allah Azza wa Jal. Wir uns Allah Azza wa Jal, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in unserem Traum und in der Wirklichkeit sehen lassen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbana afina wa afu anna wa ihfazna bi asrari al-Fatiha.